Herzlich willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios-Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Müller und den behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Wilde. Guten Tag zusammen. Ja, hallo. Guten Tag. Frau Müller, vor ungefähr einem halben Jahr haben Sie sich bei uns mit einem Herzklappenfehler vorgestellt. Wie haben Sie diesen Herzklappenfehler bemerkt? Also das war mit der Luft. Ich kriegte Atemnot ganz akut und ganz schlimm. Und nach dem Ultraschall bei meinem Kardiologe haben sie festgestellt, dass ich habe eine Mitralklappeninsuffizienz der Stadium 4. Und durch das ich habe für 10 Jahre eine Aortaklappe bekommen, ich hatte große Angst, wieder ein herzoffene OP kriegen zu müssen. Und darum habe ich mich entschieden, diese Mittelclip zu kriegen. Und Sie haben schon mal 2011 eine richtige Herzoperation bekommen. Ja, das heißt, Sie waren auch regelmäßig beim Kardiologen. Und trotzdem ist es dazu gekommen, dass noch eine Klappe undicht wurde? So ist das, ja. Trotz die Regelmäßigkeit beim Kardiologen. Haben Sie noch andere Symptome gehabt oder war Luftnot das Hauptsymptom? Also für mich war nur diese Luftnot, weil das kannte ich überhaupt nicht. Also das ist überwiegend diese ganz, ganz schlimme Apnoe, also Luftnot. Das war wirklich ganz schlimm. Ich konnte mich nicht mehr bücken, nicht mehr im Ruhezustand auch gehabt. Ich musste fast im Liegen, wenn sitzen, weil ich kriegte keine Luft, wenn ich habe flach gelegen. Ja, das ist beeindruckend. Und wahrscheinlich wurden auch viele Tabletten verschrieben und die haben auch nicht geholfen? Nicht unbedingt. Also so nicht, dass ich sage, mir geht's besser nach den Tabletteneinnahme. Also ich hatte ganz schlimmer Hochblutdruck auch, wo das hat sehr lange gedauert, bis diese ein bisschen runtergekommen ist. Herr Dr. Wilde, ist das jetzt für Sie ein ganz klassischer Fall von der Mitralinsuffizienz, von der Symptomatik? Von der Symptomatik her ja, da ist sicherlich ganz klar im Vordergrund die Luftnot. Bei Frau Müller war das schon sehr ausgeprägt mit dieser auch der Luftnot schon in Ruhe und bei geringsten Belastungen. In diesem Fall wurde ja auch der Fehler an der Mitralklappe schon von unserem niedergelassenen Partner gestellt und zur weiteren Abklärung wurde die Patientin dann zu uns ins Krankenhaus geschickt und wir konnten dann erstmal diesen Befund im normalen Ultraschall von außen bestätigen, aber um genau zu gucken, was eigentlich an der Herzklappe los ist, haben wir dann noch eine Schluck-Ultraschalluntersuchung durchgeführt, um die Herzklappe in reeller Bewegung zu sehen und zu gucken, was genau an der Klappe kaputt war. Und da konnte sich zeigen, dass ein Sehnenfaden abgerissen war, an dem die Klappe aufgehangen ist und dadurch eine Vorwölbung des Segels zustande kommt und diese wirklich höchstgradige Undichtigkeit der Klappe. Das heißt, Sie haben diese Diagnose gestellt, und das anhand von Untersuchungen wie zum Beispiel Herzultraschall. Wenn die Diagnose steht, wie wird denn dann eine Entscheidung getroffen, was die beste Verfahrensweise ist bei einem Patienten wie Frau Müller? Man muss sich zum einen genau anschauen, wie sieht diese Herzklappe aus, sprich wie kann man anatomisch diese Herzklappe reparieren, welche Verfahren kommen da überhaupt in Frage. Prinzipiell gibt es eine Reihe an Möglichkeiten, entweder offener chirurgischer Verfahren oder auch interventioneller Herzklappenverfahren, wie zum Beispiel der genannte Mitraclip. Man muss sich aber auch den Patienten ganz genau angucken, was hat er für Vorerkrankungen, wie alt ist jemand, um dann die Entscheidung zu treffen. Frau Müller ist noch eine relativ junge Patientin, hat aber schon
einen Klappenersatz hinter sich 2011, der auch dann noch mit Komplikationen behaftet war. Im Rahmen dieses Eingriffes ist es zu einer noch notfallmäßigen Anlage von Bypässen gekommen auf die linke Herzkranzarterie, sodass man einer Reoperation sowohl von Patientenseite als auch von operativer Seite da sehr zurückhaltend entgegensteht. Außerdem besteht noch eine rheumatische Erkrankung mit einer immunsuppressiven Therapie, wo zudem offene Wunden, wenn möglich, irgendwie zu vermeiden sind. Und daher haben wir uns dann im Konsens mit unserem herzchirurgischen Kollegen, Dr. Geidel von der Asklepios-Klinik St. Georg, und auch in Rücksprache mit dem behandelnden, niedergelassenen Kardiologen Dr. Tisselmann entschieden, ein interventionelles Vorgehen zu bevorzugen mit einem Mitraclip, also mit einer kleinen Wäscheklammer, die Segel der Herzklappe zusammentackert. Und wie lange dauert so ein Eingriff? Das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn die Anatomie ganz einfach ist und unkompliziert, kann so ein Eingriff auch nur mal eine Dreiviertelstunde dauern, erfolgt allerdings in Vollnarkose. Wenn die Anatomie sehr anspruchsvoll ist und auch man mehrere Clips setzen muss, kann so ein Eingriff auch mal 2, 3 oder auch sogar 4 Stunden dauern. Vielen Dank, Herr Dr. Wilde. Frau Müller, jetzt ist es so, dass Sie tatsächlich ein komplexer Einzelfall sind, so wie viele unserer Patienten in Heidelberg. Wie ist denn Ihr Eindruck? Sie haben jetzt beides durchgemacht, eine Herzoperation und eine solche Clip-Intervention über die Leiste. Wie schnell waren Sie wieder auf den Beinen nach dem Clip? Also nach der Operation habe ich diese Zickeblutung bekommen, aber das war ein bisschen anstrengend, weil ich diese ganz evasive Blutung gehabt. Aber lieber so ein Eingriff als wieder ein Herz-OP mit offener Herz-OP, weil das ist richtig, richtig traumatisch. Also ich würde wieder vorbezügen, dass ich diese Mitralclip haben. Also ich habe statt einer, jetzt habe ich zwei und leider, das ist nicht hundertprozentig, weil das ist wieder mittelgradig ist. Aber momentan kann ich gut damit leben, wenn ich mache denn, was ich habe vorher erlebt, vor diesem Eingriff. Und jetzt, also es ist wirklich besser geworden. Also Sie merken auch im Alltag den Mitraclip an Ihrer Belastungsfähigkeit. Ja. Auf jeden Fall. Und also eine Operation, wie lange ist man dann im Bett? Also vor 10 Jahren, wie lange lagen Sie da im Bett? Das war erstmal 3 Wochen und dann nachher den Reha und wirklich also ganz, ganz lange Probleme mit dem Brustkorb, weil durch meine Rheumaerkrankungen natürlich die Clip, das sind festgesetzt waren, auch eine Problematik gegeben haben. Und also das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich bin wieder also fast in ein normales Leben gegangen. Das war mindestens 1,5 bis 2 Jahre. Das ist schon ein Wort. Und verglichen mit unserem Clip, da waren Sie, glaube ich, schon am Samstag wieder auf den Beinen. Also, ich meine, mich gut erinnern zu können, dass Sie da wieder auf den Beinen standen. Ja, 6, also sofort nach dem Clip, ein paar Stunden später bin ich aufgestanden und dann war ich auf meinen Beinen, denn ich bin nur 6 Tage im Krankenhaus geblieben und wirklich danach nach Hause und keine Spezialbehandlung oder was weiß ich. Also das war richtig, richtig gut. Tja, also wir sind überzeugt davon, dass Sie jetzt bei Dr. Zwisselmann regelmäßig in die Kontrollen gehen und er ist in sehr engem Kontakt mit uns. Ja. Und ich freue mich sehr, dass es Ihnen besser geht. Das ist wirklich eine tolle Patientengeschichte, Frau Müller. Und Sie machen vielen Patienten Mut, die an solcher Luftnot bei Mitralklappeninsuffizienz leiden. Also Ihnen,
Vor allem vielen Dank. Bitte? Und auch unserem Experten, Herrn Dr. Wilde, vielen Dank für dieses nette Interview. Und auch im Namen der ganzen Asklepios Klinik Nord danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.